Spannend! Hier drunter ist der Buba, weil am Freitag geht es los auf Tour. Und ich kann euch sagen, das, was jetzt gerade enthüllt wird, das ist die Oberbombe. Buba, vorher, nachher. Also, das könnt ihr euch mal einziehen, das ist richtig geil. Das ist wahrscheinlich mit Abstand das Hässlichste, was ich je in deiner Werkstatt gesehen habe. Ist jetzt alles fertig. Mega geil. Richtig geil. Es ist nicht mehr viel Zeit. Jetzt geht es packen. Ich würde sagen, wir fahren rein und schauen mal, was alles Platz hat. Der Kriegel ist leider nicht dabei heute im finalen Video. Weil das hat einen Grund, er hat einfach nicht offiziell seine Freude wollen deklarieren, weil er am Anfang immer so dagegen geschossen hat. Als ich da angefangen habe, hat er gesagt, machen nur schöne Sachen. Ja, das ist auch schön. Das ist anders, es wird schön. Also es wird schön. Wir machen nur, ich habe nie gesagt, wir kaufen nur schöne Sachen. Ein schönes Dreirad. Willst du? Nein. Wunderschön. Riffelblech. Man sieht das schon viel schöner aus. Ja, ist wirklich schon viel besser aus. Nein, Quatsch natürlich. Jetzt ist halt gerade ein bisschen Ferienzeit und Zeugs. Aber ich denke, er hat auch eine Freude, wenn er ihn sieht. Also, es hat natürlich noch so ein paar kleine Sachen, die werde ich euch noch schon zeigen, weil das ist vorher noch nicht dran gewesen. Also, Zeug, das mir besonders gut gefällt, ist halt eben die Gabel mit diesen Gummibälgen. Und da oben der Oberteil foliert, das kann man nicht lackieren wegen dem Einfahren von diesen Elementen. Finde ich extrem eine schöne Partie. Scheibenbremse ist fertig mit dem schwarzen Deckel, mit dieser Abdeckung quasi. Der Tacho. Der ist eingebaut. Das ist eben der schöne Original VDA-Tacho auf 0 km. Den habe ich bewusst noch nicht angehängt, weil wir wenden dann den kurz vor der Tour, wenn wir den anhängen und dann haben wir wirklich halt von 0 km. Dann sehe ich, wie viel bin ich wirklich gefahren. Optisch kann man sich natürlich darüber streiten. Das sind da die Sternschräubli. Ich habe die einfach gewählt, weil da ist man natürlich einfach froh, wenn man schnell ans Zeug ankommt. Das heisst, ich muss kein Werkzeug haben. Ich kann die wegschrauben, kann den Seitendeckel wegnehmen und dann komme ich schon sehr viel an. Also die ganze Elektronik etc. Dann, was auch noch nicht dran war, ist das Öltänkli. Das hat der Kriegel noch gemacht. Das hat ca. 4-4,5 Liter Platz. Also das wird wahrscheinlich gar nicht lange. Benzinhändchen, da müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen Bohrungen grösser machen, weil sonst ich habe nicht so viel Zeit, um das Öl natürlich abzulassen. Dann brauche ich pro Tankfüllung ein paar Dezi und das geht ewig. Da haben wir jetzt auch Bremsen für die hinteren zwei Rädchen. Das sind ja Trommelbremsen. Und da bewusst mit dem Fernseher, weil dann kann ich da den Fußgrat drauf abstellen. Und es sind alles kurze Wege. Das funktioniert sehr gut. Trommelbremsen, natürlich geht das von hinten. Das ist ein Kabel.
das geht auf die andere Seite und dann geht dort 2 in 1 und dann gehen 2 Kabel weiter. Also das ist natürlich ein Eigen vom Kabelwiderstand schon sehr fest, aber es funktioniert wunderbar. Da hat er noch ein Federchen gemacht, dass es schön zurückzieht. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Da ist eine geile Gummibeschichtung. Das ist etwas Spezielles, was der andere Oli macht. Das gibt erstens gibt das Grip und zweitens ist das sehr robust. Da innen ist das alles auch mit dieser Gummibeschichtung gemacht. Beide Blech. Das hat einen Grund. Das tut natürlich das ganze Scheppern, tut das ein bisschen dämmen. Dann das Wichtigste, natürlich da Würfeli als Ventildeckel. Ganz wichtig. Und da haben wir jetzt einfach noch Abschlusshülse draufgeschraubt von 66 Heroes in Schwarz. Bewusst ohne Innendeckel, weil ich möchte da möglichst schnell dazukommen, wenn ich eine Platte habe. Also da ist immer so eine Mischung zwischen Optik und Funktionalität. Dann die ganze Sache mit dem Deckel. Das ist sehr geil. Das sind jetzt die finalen Verschlüsse. Die sind einstellbar und die geben halt auch wirklich einen Druck. Da innen ist genau die gleiche Gummibeschichtung drauf. Es ist unheuer robust. Also wenn die ganze Zeit da innen das Zeug beim Vibrieren natürlich da ein paar Mutter und so gehen ganz sicher raus. Wie packt man so einen Anhänger? Das ist natürlich noch schwierig. Oder in dem Fall jetzt die Kiste. Da muss man natürlich sehr schlau vorgehen, weil man muss immer schauen, was ist das Wichtigste, was brauche ich am meisten. Das Werkzeug, Ersatzteile nehme ich immer unten nie. Ich gehe immer davon aus, dass man wenig Pannen hat. Man weiß es nie. Jetzt weiss ich aber, die roten Schächtel hier, die funktioniert leider nicht. Zündkerzen, da mache ich immer so Böckli. Ich schaue, was für Kartonschächteli haben möglichst exakt Platz und dann fange ich die natürlich an zu füllen. Da haben wir natürlich Bremsen, Scheibenbremsen. Das ist auch aus Erfahrung, die muss ich sicher mehr als einmal wechseln, darum nehme ich gerade 2 Set mit. Bremsbacken hinten langen eine. Ich hoffe, ich muss die nie setzen. Ich werde hauptsächlich mit der Vorderbremse, weil es einfach angenehmer ist. Und einfach, wenn es steile höher hat, dann mit beiden natürlich. Da habe ich einfach so ein Säckchen mit Handputztüchli und Händchen drin. Weil unterwegs hast du nicht immer die Chance zum die Hände waschen. Und wenn du mal schwarze Pfote und musst die Kette wechseln, irgendetwas, dann ist einfach tief schwarz und nachher ist der ganze Scheiß Dreck. Die Hose, alles. Und ich habe ja keinen Platz, um zweites Paar Hosen mitzunehmen, also müssen die heben. Und das wird natürlich dann alles in so Kiste gepackt. Wie auch, das sind auch so Putztüchli, das ist sehr praktisches Zeug. Ohne das geht es eigentlich fast nicht, oder? Also das wird dann so eine Tetris-Geschichte. Kleppband brauchen wir immer. Kleppband, Kabelbinder, all das ganze Zeug, das ist auch sehr wichtig. Bremsflüssigkeit, also wenn ich an der Bremse irgendetwas wechseln muss, ganz klar, muss auch fix mit. Dann da haben wir die praktischen Nachfüllpatronen für Luft, für Pneu. Also wenn ich eine Platte habe, muss ich ja irgendwie das Zeug wieder aufblasen. Und die sind recht geil. Also die kann man aufschrauben und dann kann man dort die Luft befüllen. Ich nehme mit eine Zündung, einen Ersatzzylinder wahrscheinlich, diverse Schrauben, Muttern, Kabel zum Reparieren, wenn irgendwo ein Kabelbruch ist, wenn irgendetwas schürt oder irgendwas. Das muss ich machen können. Und was nehme ich noch mit? Sonst eigentlich gar nicht so viel. Weil ich vertraue darauf, dass das Zeug die 2500 Kilometer hebt. Man muss halt ein bisschen fein damit umgehen. Muss ich mir dann noch hinter die Ohren schreiben. Dann ganz klar, das ganze Kabelzeug. Die ganze Kabelzeug muss ich natürlich haben. Schmütze, extrem wichtig. Schmütze, Loctite und Kettenspray. Alles in klein, weil das brauche ich natürlich nicht so viel, aber es muss dabei sein. Dann, was auf keinen Fall fehlen darf, ich habe ja das Öl dabei, aber es kann gleich mal passieren, dass ich es irgendwie verpenne, dass ich die Kilometer nicht im Griff habe, weil ich muss immer wissen, wann ich das letzte Mal tanke, wie weit komme ich circa. Und das ist etwas ganz Wichtiges, da habe ich einfach 2 Liter fertig gemischten Stoff drin. Dann natürlich eine Kette, eine Antriebskette, ganz wichtig, die kann es gut sein, dass die mal reisst. Die ist fix fertig abgelenkt natürlich, selbstverständlich. Also, dass ich da wirklich nur noch Ketten wechseln und kein grosses Theater habe, so spare ich mir schon mal den Kettentrenner. Und natürlich Schläuche. Ich habe jetzt hier 3 Rädchen, 16 Zoll. Ich nehme sicher 2 von diesen Schläuchen mit. Jetzt kann ich das Zeug ausmessen und dann suche ich mir möglichst Böckchen, wo ich am besten gerade noch so ein bisschen eindrücken kann. Was ich schon mal gefunden habe, was ich sehr geil finde, sind so Rakoboxen. Und ich habe gemerkt, das haben wir natürlich extra gemacht. Das passt perfekt da rein. Oder? Also das heisst, ich kann nachher
habe ich unten dran Ersatzteile. Dann habe ich eine Kiste für Werkzeug, quasi. Relativ viel Schlüssel, Nüsse. Weil wenn ich etwas schrauben muss, dann bin ich froh, wenn ich Rätschel habe fürs Zeug und so weiter. Also ich habe noch diverse Spezialschlüssel. Sowas da. Das ist ein 30er-Schlüssel, den ich brauche. Das ist zum Stiffwechsel, sind das die zwei dünnen Muttern. Da habe ich auch Ersatz dabei, natürlich. Das sind die Muttern. Es hat vier von diesen Muttern. Und für das brauche ich den Schlüssel. Ich brauche einmal einen normalen 30er-Schlüssel und einmal einen schlanken, dass ich dazukomme. Dass ich die kann anheben und kontern. Also das gibt diverse so spezielle Sachen. Natürlich auch Abzieher und so weiter. Das nehme ich alles mit. Oder? Also dass ich mal die Kupplung wechseln könnte. Das ist ganz wichtig. Das mache ich einmal so. Dann hocke ich hin und sage, gut, die Kupplung zieht nicht mehr. Was brauche ich, um die Kupplung quasi restaurieren oder revidieren? Also, Blech wegnehmen, das fängt dann wirklich dort an. Seitenschutz weg. Gut, brauche ich nicht, habe ich die Sternschraube. Nachher brauche ich einen 5er Schlitz, um den Deckel wegzunehmen. Nachher brauche ich eine Dichtung. Nachher brauche ich den Abzieher, dann brauche ich einen 3er Schraubenzieher, ein 11er Schlüssel und so weiter. Also, ich gehe dann wirklich das Ganze schnell durch. Was brauche ich? Und schreibe mir das alles gerade auf. Und das, anhand von dem mache ich dann, das mache ich auch mit der Zündung, das mache ich mit dem Zylinder. Und anhand von dem mache ich meine Werkzeugliste. Und sonst habe ich natürlich darauf geschaut, dass wir möglichst einheitliche Schrauben haben. Das hat den Grund, dass du nachher sehr wenig Werkzeug mitnehmen musst. Und dann haben wir das Werkzeug, Spezialzeugs. Und dann hat es noch genau eine so eine Kiste Platz für mein persönliches Zeug. Oder? Also das, etwa diese Grösse habe ich für meine Hosen, eben darum nur ein paar Hosen. T-Shirt, weiss ich was. Das ist einfach genau ein so ein Büchschen. Und der Rest kommt alles da drin oder da drauf rauf. Also da drin ist klar, da kommen die Sachen, die nicht nass werden. Also ich bin, nicht so, ich bin absolut nicht der Schlafsacktyp. Ich bin wirklich ein Deckentyp, also ich nehme geile Wollendecke mit zum Übernachten. Ich habe ja immer gesagt, ich will einen Poncho. Aber das letzte Mal habe ich gemerkt, was er so geschifft hat, ein Poncho ist absoluter Quatsch, weil das zieht jetzt überall rein. Weil ich gehe einfach davon aus, dass es wirklich 3 Wochen pisst. Und dann bist du froh, wenn du einfach gute Klamotten hast. Also Regenschuhe mit Gummisohlen unten dran, Hosen, Oberteil und Handschuhe. Jetzt kann man die da wunderbar da unten reindrücken. Das passt nämlich gerade wunderbar. Und jetzt klar, wenn ich da federe, ja eben, die Federn sind sowieso steinhart. Also, viel Weg macht es nicht. Und ich habe diesen Platz perfekt ausgenutzt. Oder? Genau da vorne. Das ist eben das Tetris-Spielen. Das geht jetzt los. Das unterschätzt man einmal, wenn man so 3 Wochen muss das schon noch ein bisschen verheben. Oder? Das ist jetzt wirklich nur zum Veranschaulichen. Ich habe eine Plache. Die Plache nehme ich mit, weil ich schlafe ja neben dem Buba. Die 10 Tage oder was sind, wo ich draußen penne. Und die muss ich natürlich dann aufspannen können. Ich nehme sicher keine Weisse mit, weil ich mich auch ein bisschen tarnen irgendwo. Ganz wichtig! Es gibt auch noch. Da bin ich noch am Suchen. Es gibt auch noch 2 Fähnchen. Das habe ich leider noch nie gefunden. Das müssen wir dann etwas selber basteln. Da habe ich ein Mättchen. Das ist mir sehr wichtig. Ich brauche eigentlich wirklich nicht viel. Ich brauche ein Mättchen, ein Küssi und eine Wollendecke. Aber das Mättchen, das ist ein 7,5 cm. Also das ist wirklich etwas Gutes. Wo auch dafür gemacht ist, dass man auf Steine legen kann und alles. Die habe ich jetzt gerade gefunden, die finde ich richtig geil. Das sind sehr geile Dinge, die sind hier zum Zusammenstecken. Und da hinten kann ich die noch ausfahren. Zack, und hier orientieren. Da hat man diverse Punkte. Dasselbe auf dieser Seite. Dann sage ich, gut, ich will das so. Und dann kommt die Blache. Die mache ich quasi mit Hering irgendwo hier hinten an. Ziehe sie über den Buba. Und habe hier dann meine 2 Stützen. Natürlich geil, wenn es lang pisst. Und in der Nacht, dann wollte ich das auf dieser Höhe an. Wenn ich es nicht brauche, easy. Dann kann man das hier runterklappen, überhaupt kein Problem. Dann kommt die Plache hier oben durch. Hier in die Öse rein. Und dann wird das mit Seilen runtergespannen. Also eine relativ schlichte Geschichte, aber sehr, 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 sehr nützlich. Da kommt die Plache dann einfach quasi am Boden runter. Das heisst, ich habe eine gerade Wand. Die Plache ist 4x6 Meter, das heisst, ich kann die Plache an der Seite kann ich die einfach runterlampen lassen. Ich habe so auch noch einen geschützten Bereich, dass wenn es wirklich sehr stürmt und alles, dann habe ich wie so ein Vorzelt und ganz, ganz wichtig, der Buba ist auch unter Dach. Oder?
Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Hobel eine Nacht lang im Vollschiff draussen steht. Die, die das auch schon durchgemacht haben und das mal nicht anders gegangen ist, wissen, du bringst das Ding manchmal fast nicht mehr an. Oder? Die habe ich zweimal. Platzsparend und leicht. Da habe ich so Hering. Die sind gut zum von Hand rausziehen und zum von Hand eindrücken, also sehr schnell. Da die hure Blechstängel da, das ist ein absoluter Quatsch, die verbeugt sind wir. Jetzt nehme ich mal die, da kann man wunderbar das Seil unten durchtüdeln und da durchziehen. Das ist wirklich geil, aber das kommt selbstverständlich auch in die Karre rein. Dann haben wir weiter einen Stuhl, weil ich hocke zwar den ganzen Tag, aber wenn ich am Abend irgendwo ankomme und das Feuer mache, dann wollte ich können ans Feuer hocken und ein Servola bröteln, zum Beispiel, oder? Weil ich nehme ja nichts mit so Kochzeug, da habe ich gar keinen Platz. Einen Gaskocher, weil ich habe, im Camper habe ich so einen ganz kleinen. Das braucht nicht mehr so viel Platz. Eine Runde, dass du eine Pizza drin machen kannst. Das ist ein Grill mit diesen Gaskartuschen. Ein mega geiles Tool. Geht nicht, oder? Und darum mache ich vorwiegend natürlich dort ein Feuerchen. Und da habe ich jetzt eine so geile Stühle gefunden. Das ist genau das Gleiche. Das ist alles mit Federn. Also das kann man alles zusammentüdeln. Den Überzug darüber machen, finito. Das ist ein Stuhl mit Lehne, mit Armlehne, mit Bierhalter, das volle Programm. Also wirklich geil. Und dann kann man sich's halt auch ein bisschen bequem machen, oder? Wenn jemand auf Besuch kommt, habe ich wenigstens nur ein Besucherstuhl dabei, oder? Das kann ich euch gerade mal schnell demonstrieren. Du darfst nur kleine Menschen zu Besuch haben. Ja, genau, dafür nur bis 1,60 Meter. Zack, dann ist das Gerüst schon fertig. Und jetzt kann ich nur noch den Überzug drüber stülpen. Finde ich total eine geile Sache. Ach so, ich dachte mir jetzt, wo? Ja, also es ist wirklich, es ist hure schnell. Das ist natürlich jetzt die kleine Variante, oder? Ganz klar, man kann sich das jetzt schon vorstellen. So. Ui, das aber, ist echt schnell. Magst du dich da mal bequem, reinsetzen? Oder? Aber magst du dich da mal reinsetzen? Ja, es ist eben nur bis 100 Kilo, darum habe ich den Grund. Fiebe, magst du dich da mal reinsetzen? Nein, es ist richtig bequem, oder? Nicht so wippen. Dann kommt nachher durch den ganzen Grümpel kommt da rein. Dann mache ich da so ein Päckchen, falte die Wände um. Und packe das dann so zusammen. Dann kannst du es ganz entspannt. Natürlich gebe ich mir dann ein bisschen mehr Mühe. Vielleicht. Aber das hat zwei Vorteile. Es kann nichts mehr rausfallen. Und es ist regengeschützt. Und jetzt? Und dann kann ich das ganze Pack einfach nur noch da hinten drauf schnallen. Da habe ich jetzt eben gerade noch ein paar von denen mehr bestellt. Dann kommt das da drauf. Eben, das ist so ein Spannnetz. Und dann von der anderen Seite noch mal eins, that's it. In schwarz sieht es natürlich schon einfach schon geiler aus, ist ganz klar. So geht es natürlich auch, aber ich muss halt irgendeine Plache muss ich halt mitnehmen. Und jetzt sieht man auch den Sinn von unserem Konstrukt hier. Das ist natürlich mega praktisch. Also das würde natürlich auch gehen, wenn man jetzt zwei von denen hat, so noch mal eins quer durch. Und dann wäre das natürlich auch eine absolut entspannte Geschichte. Aber das ist wirklich, sage mal, was wird da so? Ziemlich bauchig da hinten, aber es ist ja überall bauchig und rund. Darum passt das ja. Und da ist mein geliebter Bieli. Das ist vom alten Reisehobel. Da sieht man, das kann man für jenes Zeug brauchen. Klar, es leidet halt einmal ein bisschen. Aber das ist frisch geschliffen, poliert. Also das ist wirklich messerscharf. Und das ist ein wunderbarer Hammer für Hering etc. Das ist hure praktisch. Also ohne Bieli. Nicht auf Reisen. Und auf dieser Seite, da hat es jetzt noch ein bisschen Platz. Mal schauen, was da kommt. Sicher auch noch etwas. Da habe ich einfach mal das Wichtigste. Victorinox Multitool. Da habe ich schon mal gesagt, mit dem zerleist ein halbes Töffli. Das hat eine Zange, das hat ein gutes Messer, das hat einen Kreuzschraubenzieher, einen Schlitzschraubenzieher. Und da machst du wirklich schon sehr, sehr viel mit dem. Und das ist aus dem Grund da aussen, das wird verschifft, aber das ist alles natürlich Chromstahl, das Ganze. Einfach wenn irgendetwas ist, sehr viel kannst du schon mit dem machen. Hier natürlich an der Lampe Sturmführzeug. Sehr wichtig, weil das funktioniert auch wenn es regnet und wenn es eiskalt ist. Das interessiert das überhaupt nicht. Ein grosser Tank, also das hält easy 3,5 Wochen.
zum Füli machen. Und jetzt kommt natürlich da, ich will so viel Gewicht wie möglich natürlich führen. Das heisst, jetzt da kommt dann noch ein Ledertäschchen her. Relativ grosses wahrscheinlich, wo ich so ein bisschen Kerzenschlüssel, Ersatzkerzen, einfach so das nötigste Zeug drin habe. Ich will ja nicht einen kompletten Helm anlegen, das schießt mich an, oder? Ich kann nur so viel sagen. Der Helm, der ist seit dem Wochenende beim Trashboy. Den Trashboy kennt ihr ja aus dem Biervideo. Der hat vorne die schöne Figur gemacht für Brauerei im Berg. Der ist noch am Helm dran. Mehr sage ich jetzt noch nicht dazu. Das seht ihr dann, wenn ich abfahre. Maske plus eine Brille. Also Brille, ich werde nicht eine Sonnenbrille, sondern wirklich geschlossene Brille. Es soll auf einer Seite eine Herausforderung sein an mich, an den Mensch, an die Maschine. Aber gleich, es soll auch Spass machen, es soll auch eben so ein Zeichen sein, hey, macht was ihr wollt. Nehmt nicht allzu ernst, ihr dürft ein bisschen blöd aussehen zwischendurch. Das macht überhaupt gar nichts. Ich freue mich sehr auf den Helm. Ich freue mich sehr auf den Helm. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Trashboy kann alles. Du kennst den Trashboy, er hat gute, ja. Eben. Das ist der Ersatz für das Differential. Also da habe ich einfach so eine Scheibe lasert und nachher passend dreht die Aufnahme für den Zahnkranz. Und da, die Büchse ist jetzt schon drin. Da so Büchse, die Aufnahme, die kennt ihr wahrscheinlich, das ist von der Achse. Also wenn es das Diff innen putzt, klar, im Differential ist die Führung da, ist natürlich die Bronzebüchse, die ich gedreht habe, mit Schmierung, aber das ist ja fix. Dort hinten kann sich's bewegen, aber da bewegt sich gar nichts mehr. Also die presse ich jetzt hier rein, dann verschweiss ich's und dann kommt der Zahnkranz drauf. Also da passiert absolut gar nichts mehr. Dann kann ich das alte Diff rausnehmen und da die fixe Geschichte einmachen. Ganz klar, nicht optimal, nicht schön zum Fahren, das wird im Kreis und so, schiebt das natürlich extrem geradeaus. Aber ich komme wenigstens heim. Kriegel, es wäre schön, wenn du auch wieder mal blicken lassen würdest. Folgt uns auf Komoot. Komoot ist eine App, das könnt ihr gratis abladen. Dort findet ihr Sig Extreme, dort folgen und dann seht ihr immer live, wo ich bin, den Standort. Dazu an Instagram, Facebook, YouTube. Dort gibt es pro Tag 2, 3, vielleicht auch mehr Kurzvideos, je nachdem, wie gut sie vorwärts kommen. Wenn ich eine Platte habe, seht ihr das gerade live sogar. Es geht bald los. Am Freitag starte ich ab auf Glemsegg in einem Tag, sind 200 km. Mitfahren auf jeden Fall gar kein Thema. Würde mich sehr freuen. Ihr seht, es ist alles unten dran verlinkt. Und dann macht's gut. Bis bald.